Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Tag, diesem ganz besonderen Infovideo. Lang, lang ist Zerat Wargaming die Superschiffe angekündigt. Wir sind sie im Ranked gefahren und es wurde uns gesagt, wir bekommen sie dann in den Zufallsgefechten für, ja, laut Wargamings damaligen Stand, für einen XP-Punkt. Sie sollen nicht viel kosten, was XP betrifft. Aber ganz viele Credits. Ich glaube, Wargaming möchte hier eine neue Klasse einführen, wo man die ganzen Credits rauskriegt, weil manche Leute haben 2 Milliarden. Und da haben wir gesagt, hey, es gibt jetzt Kreuzer, es gibt DDs und es gibt BBs. Geil wäre es doch, wenn die neue Super-CV, Super-Carriers reinbringen würden. Und am besten mit Jets. Weil man nehme das Nervigste, was es gibt bei einem Flugzeugträger, nämlich, dass er auf der ganzen Karte angreifen kann. Und gebe ihm etwas, damit er das immer und überall ganz schnell machen kann, auch wenn er ganz weit weg ist, nämlich Jets. Supergeil. Es gibt natürlich weit nervigere Sachen oder noch nervigere Sachen oder anders nervige Sachen bei einem Flugzeugträger. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das sind so die Stufen des Nervens, was ein Flugzeugträger machen kann. Aber das ist ein großer Bestandteil davon. Und natürlich schnelles Aufdecken, um überall hinzukommen. Und Wargaming hat tatsächlich Wort gehalten, das, was man sich am schlimmsten ausmalen kann, das wird dann ins Spiel kommen, das ist so the nightmare of World of Warships, wir bekommen Supercarrier. Hier sehen wir den britischen Supercarrier Eagle, also Audacious Class Schiff, ne? Ein bisschen umgebaut, damit er auch die Jets fitten kann, denn wir bekommen Jets und wir bekommen den American Supercarrier United States, eine Variante auf der United States Super Aircraft Project. Ja, Aussehen, diskutabel, pompös, der britische, komisch, der United States, aber was ganz, ganz wichtig ist, die Squadrons, also die Flugzeuge. Und das Geile ist, wir haben, wie gesagt, derer 2 pro Attack Squadron. Wir haben hier einmal Attack Aircraft, die normalen, die Standard Squadrons, die natürlich normalerweise, ne, als erste Angriffswahl, wie Wargaming schon sagt, hier der neuen Carrier gewählt werden sollte oder halt so, mit denen man angreifen sollte. Und dann hat man die zweite Wahl, nämlich Jets. Ja, das bedeutet, Wargaming sagt, are best suited for quick point-to-point attacks against single targets. Das ist natürlich immer das vorrangige Ziel eines Flugzeugträgers, hier die Einzelschiffe, die Waren rauszunehmen. Bisschen unglücklich formuliert, weil against single targets, ich glaube, es gibt keinen einzigen Flugzeugträger im Spiel, der Gruppen von Feinden angreift oder Gruppen von Feinden als bevorzugtes Ziel kennt. Aber schauen wir mal rein, was die Attack Aircrafts leisten können. Leider haben wir kein besseres Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen, deswegen müssen wir hier mit Wargamings auf YouTube veröffentlichten und verlinkten Dateien vorlieb nehmen, 1080p und keine 60 FPS. Naja, ist quasi nicht mehr zeitgemäß, aber so sind wir halt. Hilft alles nichts. Wie ihr seht, haben wir hier zwei Schlachtflugzeuge, also Raketenflugzeuge, die im Angriff sind. Wir haben nur diese zwei, keine weiteren. Das bedeutet, es ist wirklich ein Point-to-Point-Angriff. Wenn diese zwei runtergeschossen werden, dann sind wir am Arsch. Wir haben 3220 Trefferpunkte. Ist tatsächlich nicht viel, aber sind dauerhaft mit 340 Knoten Boost unterwegs und ich glaube, man kann auch nicht langsamer fliegen. Sobald der Boost aufgebraucht ist, war's das. Das bedeutet, man muss in dieser Zeit den Angriff fliegen, länger in der Luft bleiben geht nicht, dann kommen die einfach zurück. Interessant wäre noch gewesen zu sehen, wie viel Loadout die haben, aber das wird Wargaming dann zu einem späteren Zeitpunkt in genauen Zahlen hier noch einmal präsentieren und schauen wir uns kurz die Bomber an. Wieder ein ähnliches Video, ihr seht, wir haben einen Bomber nur und ich habe schon einmal kurz reingeschaut. Wir haben wieder diesen Speed Boost, der aufgebaut wird. Wir starten also nicht wie beim russischen Flugzeugträger direkt mit Vollgas rein, sondern müssen erst bis zur Hälfte ungefähr unseren maximalen Speed oder sogar ein bisschen länger aufbauen. Ist ein großer Bomber, hat aber dennoch nur 3 Bomben als Abwurf. Ihr seht auch hier, sobald der Boost zu Ende ist, sollte das Flugzeug automatisch wieder zurückkehren. Hier sehen wir aber den Abwurf und nicht besonders schöner Kreis. Aber das waren die Bomber und nun schauen wir uns die Torpedos an, wo ich mir auch etwas erwarte. Die alles entscheidende Frage ist natürlich wie immer, kann Wargaming diese Geschwindigkeit dementsprechend balancen? Das bedeutet, wir haben hier zwar größere
und düsen auch hier wieder 132 Knoten Startgeschwindigkeit mit Vollgas auf unser Ziel, zu. Ich glaube, die zurückgelegte Strecke ist um die 20 Kilometer, wenn wir unten auf der Karte schauen. Und es ist tatsächlich nur ein Flugzeug mit 4430, wirklich für Single-Ziele nur geeignet. Die Dinger könnten relativ rasch abgeschnitten werden. Ja, wir haben knappe 15 Kilometer jetzt zurückgelegt. Wird 20 bis 25 Kilometer sein, wenn wir uns diesen verschnörkelten Weg hier einsehen. Wir können quasi einmal komplett über die Karte fliegen. Fast. Bei einer nicht allzu großen Karte. Die ist hier 30 Kilometer, wahrscheinlich knapp in der Diagonalen. Und wir werfen hier zwei Torpedos ab. Schaden und so weiter ist natürlich auch hier noch nicht bekannt. Da wird Wargaming noch balancen müssen. Aber ein erster Sneak Peek für uns mit dieser Version. Ja, man sieht sehr. Man kann sehr, sehr schnell große Distanzen zurücklegen. Dafür gibt es einen Fast Attack, aber keine extrem starke. Da steht, Eagland in United States Jetplanes cannot slow down to below cruising speed. Ja, and engine boost cannot be restored in flight. Ja, genau so ist es. Also, sobald dieser Boost aufgebraucht ist, war es das. Sie können nicht langsamer fliegen. Eagland United States Tactical Squadrons consist of a single attack flight, wie wir gesehen haben, also einmal Angriff, und sie spielen quasi the role of auxiliary weapon. Das ist natürlich auch cool, weil eine Unterstützungswaffe wird hier genannt, auxiliary, auch bekannt durch römische Legionen etc. Aber ist egal. Similar, also wie die Hybrid-Squadronen, die become available in a certain amount of the time after battle begins. Ah, okay. Also wie wir auch bei Ise und bei Tone gesehen haben, müssen die sich erst aufladen. Das bedeutet, die sind nicht direkt zu Beginn zu bekommen oder zu starten, das wäre klar. Ansonsten fliegen wir einmal innerhalb von Sekunden die gesamte Front ab, haben einmal gespottet. Keiner hat eine Chance mehr Spotting Damage zu bekommen, außer die Super Schiffe hier. Dann haben wir ein Problem. Und sie brauchen ein considerable amount of time to prepare. Das bedeutet, Wargaming wird dann schlussendlich entscheiden, wie lange die brauchen, um bereit zu sein. Da, ganz klar, weil die Anzahl an Flugzeugen gering ist und deswegen auch die Trefferpunkte hier, sollte man natürlich große oder lange Perioden von Anti-Air-Feuer vermeiden. Weil ansonsten ist der Angriff nicht so effektiv. Ist natürlich eine ganz schlaue Idee, die man auch für alle anderen Flugzeugträger annehmen könnte. Wie gesagt, die genauen Daten werden wir noch sehen. Und das ist ein weiterer Schritt in die Super-Sternzerstörer-Klasse. Ich meine natürlich in die Superschiff-Klasse. Oh, und da muss schon eine... Das eine... Ich weiß gar nicht, was das für ein Schiff ist. Ist das eine Zeiten? Sieht deutsch aus hier vorne. Lange sieht man nicht, wobei hier wird hier schon bombardiert. Ja, das sind die Mainz. Ein Kreuzer Mainz oder Hindenburg. Wahrscheinlich Hindenburg. Dann dachte ich mal, ja, Hindenburg. Würde ich einfach mal tippen. Ja. Naja, wir bekommen sie mit 0.11.1. Wie genau die konfigurierte, also wie sie konfiguriert sind, sehen wir dann später. Und sie werden wieder so ins Spiel gebracht werden mit den Random Bundles, wie die anderen Superschiffe auch. Krass, 0.11.1 wird ein brutaler Patch. Das ist ich bin gerade ein bisschen, ja, Supercarrier. Da lacht man noch drüber. Und am Tag darauf ist es Wirklichkeit. Es wird super. Nein, geben wir dem eine Chance und schauen uns an, was das wird. Jammern können wir dann immer noch. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Oder auch nicht. Vielleicht werden wir direkt rausgebombt von den Scheiß-Chats. Nein, der Angriff wird bescheiden sein. Aber es ist trotzdem hart, dass ein Flugzeug mit 340 Knoten die ganze Zeit einmal quer über die Map fliegt, nur um dir den bescheidenen Rest zu geben, wo du dich noch knapp auf knapp mit 500 Trefferpunkte gerettet hast. Fahrfehler natürlich voraus schon passiert, aber trotzdem, man hat auch schon Gefechte gemacht, wo man noch 25.000, 30.000, 40.000 Schaden mit 500 Trefferpunkten gemacht hat. Das dürfte dann spätestens da ein Ende finden. Manchmal lohnt es sich für den Flugzeugträger nicht so weit zu fliegen, aber gut, das ist eine andere Geschichte.